Eigentlich haben wir als Kinder schon gelernt, wie man mit Wunden umgehen muss. Wunden muss man reinigen, weil wenn man Wunden nicht reinigt, dann können sie sich entzünden. Dahinter steckt natürlich ein ganz großes medizinisches Wissen. Wie entstehen solche Infektionen? Infektionen entstehen dadurch, dass Keime, die in der Umgebung sind, die auf der Hautoberfläche sind, bei einer Wunde in den Körper eindringen können. Und genau die Keime, die auf der Hautoberfläche eigentlich im Prinzip gar kein Problem sind, können, wenn sie in den Körper eindringen, ein großes Problem werden. Wir kennen die Keime ganz genau. Wir wissen, welche Mittel zur Desinfektion geeignet sind. Und wir wissen auch, welche Antibiotika wirksam sein könnten, wenn wir eine Infektion haben. Und in den letzten Jahren wissen wir vor allem zunehmend, dass viele dieser Antibiotika gar nicht mehr wirksam sind. Am Wissen über Infektionen, über Wundinfektionen mangelt es tatsächlich nicht. Es mangelt daran, all dieses Wissen umzusetzen, so dass diese Wundinfekte erstmal gar nicht entstehen. Und genau da greift Staufrei an. Wir wollen in Staufrei nicht noch mehr Wissen generieren darüber, welche Keime da sind und wie wir desinfizieren, sondern wir wollen dieses Wissen in einen funktionierenden Plan umsetzen, mit dem wir alle das Entstehen von diesen Infektionen vermeiden können. Dazu hat es einen großen Verbund hier in Heidenheim gegeben. Über 50 Praxen, mehr als 200 Mitarbeiter mit Schulungen, Ärzte im Krankenhaus, in der Niederlassung, Universitätsklinika, Abteilungen haben sich zusammengetan, um eben diesen Staufrei-Prozess zum Leben zu erwecken, bei mehreren tausend Patienten zu überprüfen und am Ende eine Blaupause zu generieren. Wie können wir im Alltag all dieses Wissen so anwenden, dass wir Patienten von der Praxis über Eingriffe bis hin wieder zur Entlassung nach Hause so betreuen können, dass dann, wenn wir künstliche Wunden zufügen, nämlich Eingriffe machen, Operationen, keine Wundinfekte entstehen? Natürlich haben wir momentan alle irgendwie Corona in uns, um uns und das dominiert alles. Aber diese Wundinfektionen sind wegen Corona nicht seltener geworden und auch nicht weniger gefährlich. Lassen Sie uns in diesen Corona-Zeiten aber bitte Staufrei nicht vergessen, denn diese Keime sind wegen Corona nicht weggegangen, sondern sie sind, wenn wir Pech haben, sogar beide da. Das heißt, wir haben Patienten mit Corona, mit Covid-Erkrankungen und eben gefährlichen Keimen. Und es ist deshalb genau in dieser Zeit wichtig, dass wir alle weiterhin den Staufrei-Pfad bedienen, dass wir weiterhin am Staufrei-Projekt mitarbeiten, dass wir weiterhin für alle Patienten da sind und uns nicht nur auf Covid-Patienten beschränken, sondern die Patienten, die hier im Haus operiert werden können, das sind momentan vielleicht sogar eher weniger als früher. Deshalb ist es besonders wichtig, auf die gut aufzupassen, dass wir eben für diese Patienten mit bekannten und erhöhten Risiken weiter da sind. Wir zählen auf Sie, nicht wegen uns, sondern für unsere Patienten. Bleiben Sie dabei. Fast 2 Jahre staufrei, wo wir jetzt als Praxis mitmachen. Das heißt, wir untersuchen Patienten vor elektiven Eingriffen auf Staphylokokken und MRSA, um sie dann vor der Operation mikrobiologisch sozusagen zu sanieren mit einem Sanierungsset, was wir da zur Richtig. Verfügung gestellt bekommen. Und wir als Ärzte oder Ärzte, die Ärztin bei uns in der Praxis, wir haben eigentlich relativ wenig zu tun mit dem Projekt, muss man sagen. Das ist, wir brauchen wenig Überzeugungskraft aufwenden, um die Patienten im Patientengespräch von dem Projekt zu überzeugen. Die machen da sehr aufgeschlossen mit. Und der Sinn von diesem Projekt ist sehr einfach, den Patienten zu kommunizieren. Genau. Wie sieht es für dich aus? Du machst da ja auch jetzt schon die ganze Zeit immer die Abstriche und auch die Sanierungsgespräche. Das heißt, die Abstriche, wie ist das für dich? Erzähl mal. Also die Patientin, die wird in der Studie staufrei aufgenommen, die meldet sich dann immer 3 Wochen vor der OP bei uns in der Praxis, vielleicht auch früher. Aber wir machen dann 3 Wochen vor der Operation, machen wir dann den Abstrich, der wird dann nach Tübingen versendet, da sind in der Patientenmappe alle Unterlagen dabei und es geht dann alles ins Labor nach Tübingen. Nach 1 Woche ist der Befund dann da, schriftlich, per Fax und per Post und dann können wir die Sanierung im Patienten besprechen. Und wenn er negativ ist, dann geben wir einfach entsprechend diese
Patienten machen dann an den Patienten wieder weiter, füllen entsprechende Zettel aus, reißen die raus. Es ist sehr gut strukturiert, diese Patientenmappe, die ja wie so ein großer, dicker Laufzettel eigentlich funktioniert. Und der nächste Schritt ist dann bei den Patienten, wo man dann einen Keimnachweis führt, also Staphylokokken oder MRSA nachweist, die kriegen ja dann das Sanierungsset, das wir von der Apotheke zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt, wir haben ein Lager, wo die Kistchen liegen. Und ihr holt euch dann, ihr macht wieder einen Termin aus mit dem Patienten. Genau. Ja? Da muss man 5 Tage dauert das Sanierungsprogramm, also mindestens 3 Tage, aber perfekt wäre 5 Tage. Und da müssen die Patienten das dann alles durchführen mit Einmalartikel, Deo, Zahnbürste, Haarkamm. Und dann wird das alles so durchgeführt und dann ist ein Tag Pause und am 7. Tag ist dann die Operation. Und also die müssen einen Tag vor der Operation müssen sie pausieren. Genau. Und hast du so den Eindruck, dass die dann, wenn die sich das erklären lassen, dass sie dann sagen, oh, wenn ich das bloß gewusst hätte, dann hätte ich das mitgemacht oder so? Ist es sehr selten. Aha. Ja. Also die Patienten sind da sehr aufgeschlossen, die machen das auch gerne. Die sind ja auch dankbar dafür, dass die Klinik da ja dann auch ein Stück weit unterstützen können. Von dem her ist es eigentlich eine sehr gute Aktion. Mein Name ist Manuela Truppel. Ich arbeite seit 14 Jahren in der urologischen Praxis Dr. Müller hier in Gingen. Und wir machen bei der Staufrei-Studie mit, was eine gute Sache ist und weil es uns einfach im Allgemeinen mit der Hygiene und mit den ganzen Krankheitsvorbildern einfach auch weiterbringt. Auch Staufrei machen wir jetzt schon seit einer ganzen Weile mit. Am Anfang haben wir eine Weile gebraucht, um uns da einzuarbeiten. Mittlerweile läuft es im ganzen Alltag mit. Der Herr Doktor weist die Patienten ins Krankenhaus ein und wir geben automatisch dann schon die Flyer, die wir von Staufrei haben, mit und informieren die Patienten schon mal in kurzen, knappen Worten vorab. Wenn die Patienten sich entscheiden, dann mitzumachen bei der Studie, dann bestellen wir die Patienten ca. 10 Tage vor dem geplanten OP-Termin ein, erklären das dann nochmal alles und machen den Abstrich. Das ist dann erstmal die Arbeit während der Sprechzeit, das geht relativ schnell. Und nach der Sprechzeit machen wir dann eigentlich dann die Dokumentation fertig, das heißt die Papiere füllen wir aus, machen dann einen Umschlag fertig und schicken es an die Staufreizentrale. Den Abstrich bei der Staufrei-Studie zu machen, ist überhaupt gar kein großer Aufwand. Man lässt die Patienten die Seiten unterschreiben. Wir markieren sie vorher an, damit wir nicht ewig durch das Buch blättern müssen. Das ist schon mal ganz vorteilhaft. Dann machen wir den Rachen-Nasen-Abstrich und beschriften den Abstrich, kleben den Zettel und dann ist es eigentlich in einer Sache von 5 Minuten erledigt. Also es ist wirklich kein großer Aufwand, das zu tun. Macht auf jeden Fall auch Spaß und es ist schön dabei zu sein. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2 Jahren läuft jetzt das Staufrei-Projekt. Auch in Corona-Zeiten läuft es weiter. Das heißt, wir arbeiten in den Praxen sowohl als auch in Kliniken bei Patienten mit elektiven Eingriffen präventiv zur Diagnostik von MRSA und MSSA-Infektionen. Und wir finden weiterhin, dass es ein tolles Projekt ist. Wir haben durch die Corona-Krise allerdings weniger Patienten einschließen können als geplant und möchten deshalb bei Ihnen dafür werben, noch als Studienpraxis für das Projekt aktiv zu werden. Das heißt, überlegen Sie sich, ob Sie da mitmachen wollen. Es ist ein tolles Projekt, es macht medizinisch Sinn und es ist eigentlich von Seiten der Praxisadministration und der Praxisstrukturen sehr, sehr gut einzubauen. Für uns ist Staufrei deswegen eine wichtige und gute Sache, weil Patienten prästationär abgeklärt werden können, ob sie diesen Staphylococcus aureus tragen und letztendlich damit auch das postoperative Wundrisiko oder Infektionsrisiko zu reduzieren. Die Integration in den täglichen Praxisablauf ist problemlos möglich. Es ist gut dokumentiert. Der Kontakt zu den Study Nurses ist sehr kurzwegig. Die notwendigen Informationen liegen sowohl schriftlich oder eben im Notfall auch mündlich da. Die Übermittlung der Befunde funktioniert auch problemlos. Im Prinzip gibt es vom organisatorischen Ablauf nur wenig Hinderungsgründe, nicht bei Staufrei teilzunehmen. Hallo, ich bin die Nathalie Eiberger. Ich bin jetzt auch schon seit knapp 2 Jahren bei dem Projekt Staufrei dabei. Es macht mir Spaß, die Patienten zu unterstützen und ist eine schöne, abwechslungsreiche Arbeit.
Liebe Kollegen, Ihnen ist in den letzten Jahren sicher der eine oder andere Patient an Staph aureus-Infektionen postoperativ verstorben oder hatte zumindest schwere Erkrankungen. Das zu verhindern, ist das Ziel von Staufrei. Staufrei ist für uns ein wichtiges Thema, weil nur so über die Reduktion bzw. Detektion der Staphylococcus aureus-Infektionen das postoperative Risiko für den Patienten nachhaltig reduziert werden kann. Andere Möglichkeiten, kurzfristig vor der stationären Aufnahme, führen nicht zum Ziel, weil dann die Eradikation der Keime nicht mehr durchgeführt werden kann. Oder alternativ, der Patient wird nach Hause geschickt und muss nochmal quasi für einige Tage zurück und dann eradiziert werden, was das OP-Programm verzögert und letztendlich keinen zeitnahen operativen Verlauf und Behandlung zulässt. Ja, mir ist es wichtig, nochmal zu betonen, weshalb wir überhaupt das Projekt Staufrei machen. Die Intention ist für uns die Infektionspräventionsstrategie, und zwar nicht nur im Klinikum Heidenheim, sondern eben im gesamten Landkreis. Es geht um die Vermeidung von möglichen Transmissionen, es geht um Risikominimierung, sowohl die Patienten betreffend als auch die Gesundheitssysteme betreffend. Und die Bundesregierung, alle suchen im Prinzip nach machbaren Lösungen, was die Zielstrategie sein könnte im Auftrag, im Bezug auf MRE-Problematiken oder sonstige Problematiken oder wie wir es jetzt ganz aktuell erleben mit der Corona-Pandemie. Und wir in Heidenheim sagen, wir haben zumindest einen Lösungsansatz, was die transsektorale Zusammenarbeit betrifft. Wir haben schon seit 2009 das MRE-Netzwerk in Heidenheim und haben uns deshalb in der Lage gefühlt, nach über 10 Jahren Erfahrung uns an so ein Projekt zu wagen. Und jetzt ist es eben so, wir haben ein Beispiel benötigt, und als ein Beispiel haben wir eben den sensiblen Staph aureus, dem MSSA, und den resistenten Staph aureus, MRSA, hergenommen, wo wir eben entsprechende Patienten führen im Versuch, dass sie möglichst keimarm in die Klinik kommen, ein möglichst gutes Outcome haben, und wir haben sie bei Staufrei weiterhin auf dem Schirm. Das Ziel im Prinzip ist, aufzuzeigen, wie sinnvoll diese transsektorale Zusammenarbeit ist und dass dieses Projekt als Blaupause gelten kann für andere Aufgabenstellungen, zum Beispiel wenn es um VAE geht oder um MRGN, um Ausbrüche oder wie jetzt eben ganz aktuell die Corona-Pandemie. Hervorzuheben aus meiner Sicht ist vor allen Dingen die sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich, wo wir sehr viele motivierte Arztpraxen haben. Das geht weit über Staufrei mittlerweile hinaus. Und eine Schlüsselposition, was mich besonders freut, nimmt da die Rolle der MFAs ein. Das sind wirklich die Transporteure von Information und Kommunikation in der Arztpraxis zu ihrem Arzt, in die Klinik und auch das, was den Patienten betrifft. Und von daher ist es mir ein großes Anliegen, obwohl unser Projekt schon läuft, aber es läuft noch fast 1,5 Jahre, für weitere Mitstreiter zu werben, weil es wirklich ein sehr, sehr sinnvolles Projekt ist. Nochmal betont, es geht weit über multiresistente Erreger hinaus.